Obwohl, auf so einen richtig krassen 14.000 AP Vollelfen hätte ich auch Bock, aber das muss man, glaube ich, rüberbringen können. Ja, ich habe ja einen vorgeschlagen statt Idolas, der wurde aber nicht zugelassen. Ich finde Elfen nervig. Die haben Naturfimmel, immer so für Ketten. Ich fände das voll gut, wenn er so tanzt. Wenn er tanzend um dich herumzaubern würde, Abel mir, und dann wäre er auch noch richtig krass. Dann hau ich ihn. Mein erster DSA-Charakter war ein Elf, aber der war sowas von Badok. Ja, gut. Also, ich glaube, so ein Elf. Das Elfen, war halt so ein Teenager-Charakter noch, so irgendwie mit Metzeln und Plündern eben. Ja, mein Spielleiter, der mich damals eingeführt hatte, der hatte mir dann auch erzählt, dass das erste Abenteuer wollten so eine Bank überfallen. Sind sie halt mit Bogen in die Bank gegangen und haben dann die Kasse ausgeräumt. Okay. Das hat mir mein Spielleiter damals erzählt. Finde ich gar nicht schlecht. Aber ich finde, DSA-Elf ist viel schwieriger als so ein D&D-Elf, weil DSA-Elf sind so richtig abgefuckte Typen. Sie sind halt total unnormal. So einen normalen Waldelf würde ich nicht spielen wollen. Das würde ich mir nicht zutrauen. Aber ich habe mir mal einen Firnelfen gebaut und die sind ja eiskalt. Da müsstest du dir überlegen, inwiefern die jetzt einen Grund haben, aus dem Norden rauszukommen. Mit einer Filiasson-Saga würde das halt gehen, ne? Dann kannst du den halt direkt in Olport oder sowas anwerben. Hey, hier, komm mal mit oder so, wir brauchen noch einen Führer durch das Eis und danach kannst du ihn halt überall spielen. Aber es macht halt keinen Sinn, hey, hier, plopp, da ist der Firnelf, der ist irgendwie aufgrund von einem Traum, ist er jetzt nach unten, nach Gareth gegangen und steht jetzt vor euch. Der ist ja auch halt hoffnungslos. Das ist halt hoffnungslos bei Doc. Nicht für gruppentauglich, weil die sind wirklich eiskalt bis ins Mark, die lassen nicht verrecken. Ja. Die sagen halt, ich so, lauf der Natur und du stirbst halt einfach. Ja, stimmt. Die sind sehr antagonistisch. Was ja gar nicht böse gemeint ist, aber... Ist halt für sie ganz normal, irgendwie. Richtig. Wenn ich selber helfen kann, hast du nicht verdient zu leben. Was, die Philosophie finde ich jetzt gar nicht so. Ja, deswegen hast du ja auch den Fertig Kehle durchgeschnitten, du Affe. Ich dachte auch so, ja, hau halt einen Balsam raus. Danach hast du halt ein Pferd, was überlebt hat und auch nicht mehr kaputt ist, ne? Ich hätte das Pferd halt so gegeben, dass du es wieder reiten kannst. Ach so, verstanden, dass du irgendwie... Naja, das Bein ist gebrochen, was früher gehumpelt hat, so dachte ich. Oben, du Frevler. Ja, warte mal, bis unser nächster Spielercharakter. Ich hätte halt ein richtig gutes Pferd gegeben und du schneidest dem Ding einfach die Kehle durch. Du elender Frevler. Das war so ein ähnlich guter Move, aber mir, wie ich mit meinem 400-Dukaten-Schwert, was ich kaputt geprügelt habe. Das war auch so im Nachhinein nicht so intelligent. Ich glaube, du hast das weggeschmissen danach oder so. Nein, ich habe es kaputt gemacht. Du hast gesagt, das ist verrostet, da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das kaputt. Dann ist das kaputt gegangen und dann habe ich das irgendwie eingetauscht dafür, dass er meine Rüstung repariert. Ja, richtig. Ja, who cares? Mal ganz im Ernst, hätte ich ihn nie benutzt. Ich wollte gerade sagen. Es war ja kein Lebewesen, Abel mir. Ich kann doch ruhig schlafen. Bei dir? Schwierig. Übrigens, Abel mir, es ist so viel verlangt, bevor du ein Artefakt baust, das WDA aufzumachen und es zu lesen. Ey, ja. Du Junge brauchst nicht gleich aufs Fenster lehnen. Du warst nicht mal fähig, in den LC zu schauen und kurz die Verbreitung nachzusehen. Mein Name fragt, ich will den Zauber haben. Ja, ich finde das auch lustig. Ich überlasse es mit den Regeln euch. Ich hasse euch alle, wisst ihr das? Ihr schon klar, dass du gerade zwei Regelbücher für eine Artefakt-Erschaffung genannt hast. Deswegen ja, wir spielen DSA 4.1. Ihr wusstet alle, worauf ihr euch anlasst, als ihr unterschrieben habt. Ja, deswegen spielen manche von uns dumme Krieger. Ja, aber wer? Ja, ich. Das Problem ist, du bist ein dummer Gewalter, kein dummer Krieger. Ja, aber ich kann ja auch nur eine Liturgie, also das reicht. Klar, ja, okay. Ja, aber außerdem ist es nicht so, dass Kämpfen in DSA jetzt total simpel wäre. Aber er hat nur eine Liturgie gesprochen bis jetzt. Ja, das ist richtig. Ja, da sind ja auch Scheiß. Ich weiß nicht, ich finde Lachen über Schlachtfeldschreiten prinzipiell nicht schlecht. Ja, dauert zu lange, ist ein Kampf. Richtig, ich muss die Casting dauern ein bisschen lang. Ja, Kampfrunden sind das Problem. Casting-Dauer kannst du überleben, aber Kampfrunden bringen halt nichts, wenn das so lange dauert. Du kannst ja aufstufen. Ja, Junge, das ist schon alles wieder mit meinem... Du hast doch 24 Karma. Was willst du eigentlich? Ja, ist schon richtig. Wenn du 12 hättest, würde ich mich neben dir stellen und mit dir heulen. Ja, aber du hast doch 24. Okay, ja, aber 20, ich würfel auch mal 15 bis 20 von rausballern. Ne? Ja, und ich würfel auf Klugheit. Das ist ja auch mal ein ganz anderes Problem. Die eure Probleme nicht. Gut, habt ihr fertig gesteigert? Seid ihr soweit? Nee... Schwimmen steigern. Geh nochmal auf Klo. Ich weiß ja, wo das Wasser fällt. Ich steige ja schwimmen. Ich sehe schon, ey, wir fangen das an und da hört Schwimmen 24.
Ihr lacht, aber wenn ich da, wenn ich der Einzige bin, der Unterwasser-Hai-Reiter überlebt, dann... ja? Und zieht an dem Effort-Geweihten am Boot vorbei. In Kettenrüstung. Hat der einen Pimpon-Platte? Ich hab doch jetzt Rüstungsgewinnung 2. Was sagt Prios denn zu schwimmen? Kannst du das gut mirakeln? Nee. Fliegen kann ich. Nice. Das wird bestimmt schwimmen, auch mal öfter wichtig. Ich kann auch fliegen. Du musst bloß ordentlich mit den Händen den Arm schlagen. So, Schoko hat ein Protokoll geschrieben, das heißt Chamberhill ist dran. Gibt's eine Art Sonnenfisch oder so, in dem man sich mit Tiergestalt dann verwandeln kann? Was stimmt nicht mit dir? Vielleicht sind Koi, die sind doch schön leuchtend orange, das zählt. Orange ist übrigens aber nicht Prios Farbe, das ist dir bewusst, oder? Ach naja, Mama wollte ohnehin, dass der kleine Jalan Pavia gewollt hat. Ein Goldfisch. Ein Goldfisch, super. Warum habe ich dann gedacht? Ich habe einen Keks. Boltax, der ist auch hier, Albuin ist auch kein Heiliger und das juckt Jalan ja auch nicht. Junge, dass du ja wohl dein dummes Wort zuhörst. Ich kann dich von der anderen Seite des Raumes noch hören. Also wollen wir nochmal konkret über Albuin mit Fürchtepreis reden? Ja, bitte, ich freue mich jetzt schon. Dann muss ich mich zwar muten, weil ich so lachen muss, aber ich bin dabei. Ah, wie Jalan dem alten Mann das Herz bricht. Ich werde heute nicht in Misskredit bringen bei seinen alten Freunden. Aber er kann ja vor allem... Wieso sind alle immer so arschig auf diesem Schiff? Ich möchte sie ja nur, aber... Mag die auch nicht, die sind Wichser. Ja! Ich mag sie. Keine Sorge, die anderen sind doch dumm. Und keine Ahnung, wenn sie Zulamin rumkommandieren wollen, dann habt ihr wahrscheinlich gleich den nächsten Rajani, der sich mit denen anlegt. Ja, super, Zulamin, ich würde mich eh mit denen schlagen. Mann an Rücken und dann verprügeln wir die Wichser. Wenn du den Sturmtaucher Sturmhaube nennst, der schmeißt dich von Bord. Ja, aber ohne Seil. Ja, das sind eh Arschlöcher, da wollen wir nicht mitfahren. Ja, dann halte ich mich halt. Junge, Ugdan ist auch ein zwielichtiges Arschloch. Ja, besser wird's hier nicht. Aber er bemüht sich wenigstens charmant zu sein. Außerdem habe ich ihn Haubentaucher genannt. Junge, ich tauche gleich deine Haube mal. Du, Haubentaucher sind tatsächliche Vögel. Ja. Ich weiß. Als Boltax damit angefangen hat, war mein erster Gedanke, meint er wirklich einen Vogel? Weil Boltax ist sowas zuzutrauen. Aber ich glaube, es gibt den Konjunkur keine Haubentaucher. Ja. Hält er den Mann für einen Vogel? Ist das möglich? Ich meine, der Mann hat einen Vogel, also weit weg ist es nicht. Ja, richtig, richtig. Außerdem ist das viel cooler, als mit der Seeadler dahin zu fahren. Kann natürlich sein, dass Ugdan dann versucht unseren Xeran zu verkaufen. Und wir müssen dann erstmal ein Rückzugsgefecht durch den Hafen von Mendena führen dürfen. Ja, aber da müssen wir Ugdan leider nicht. Andererseits habe ich dann die Gelegenheit, dich zu rufen. Dies wäre der Tag, an dem wir Jalan greifen und fast gekriegt hättet. Also, genau. Und mal gewinnst mal, du verlierst mal. Ich würde sagen, können wir die beide in den Wind schlagen und mit Ben Schalik fahren? Der muss doch hier noch irgendwo sein. Warte, wer war das? Wer ist dieser Harrier Ben Schalik! Wer ist das? Dieser Maraskan-Schmuggler, mit dem wir damals nach Kuntjong gefahren sind. Den haben wir doch auch getroffen, als wir... Der hat genau das gesagt. Das wäre fast der Tag, als ich wir... Ich weiß, deswegen erinnere ich mich gerade wieder an ihn. Ich habe vorhin auch schon mal irgendwann Ben Schalik gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Richtig, wir saßen in einem Zuba oben auf dem Hotel. Genau. Jedenfalls, ich kann mich nicht daran erinnern, wer von euch wann auf der fucking See aller war, bei irgendeinem random NSC, der genau 1,5 Sitzungen bei uns war. Nee, erinnere ich mich.